So, wenn du soweit bist und die rechte Hand gut klappt, dann spielen wir jetzt die linke Hand dazu. In den Noten siehst du, die linke Hand hat zwei Töne gleichzeitig und haltet die immer aus. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier und so weiter. Die beiden Töne im Bassschlüssel sind das C und das G. Du nimmst die Finger von der linken Hand, 5 und 1. So, ich schiebe die ein bisschen nach vorne. So. Kann ich die nicht den ganzen Tag lang aushalten, sondern ich kürze die ein bisschen ab. Das heißt, ich gehe immer auf die 4 im Takt mit der Hand hoch und auf die 1 schlage ich wieder frisch an. Ich zeige es dir nochmal langsam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich muss das machen, denn ich kann nicht die gleichen Tasten wieder anschlagen, wenn ich sie vorher schon angeschlagen habe. Nimm deine linke Hand, leg sie aufs Holz am Klavier, zähle laut. Auf 1 drückst du runter. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Und auf 4 lässt du los. 2, 3, 4. 1, 2, 3 zum Mitmachen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wenn du dich sicher fühlst, dann geh wieder auf die Tasten zu C und G. Halte das Handgelenk locker. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Du spielst weiter, 3, 4, 1, 2, und ich spiele die rechte Hand. 1, 2, 3, 4, jetzt. Ich zeige es euch mal langsam in Zeitlupe. 1, 2, 3, rechts geht runter, links geht hoch. Das zweite, worauf ich dich noch hinweisen möchte, ist, lass das Handgelenk locker. Stell den Abstand ein, CG, und dann spiele mit lockerem Handgelenk. Und nicht etwa mit dem ganzen Arm, so. Da kriegst du Schmerzen und außerdem klingt es schlecht. So, jetzt drücke auf Wiederholung und spiele es ein paar Mal für dich allein. Bis zur nächsten Lektion. Tschüss!